Ich beginne meine Folge. Mit? Ich nicht. Euch. Damit ich beginne meine Folge. Ich fänge meine Folge an, Ton. Soll das eine Drohung sein? Gegner! Ja, das ist eine Drohung. Ja, das verfluchte Schwert, ja. Hä, wieso bin ich denn schon wieder tot? Weil... Wir sind auf Fallen im Boden, die plötzlich dann... Da ach, sind. Du Scheiße, da ist auch wieder so ein Häusalboss. Und der teleportiert sich, na toll. Geh drauf, geh... Oh. So, ich glaube, ich muss jetzt erstmal eine Weile wieder spazieren gehen. Ja, ich glaube aber nicht ganz so weit. Ne? Da gab es ein paar Abkürzungen. Ja, geht, bist ja schon halber wieder da. Hier, da liegt ein Schenkelschutz. Der Schenkelschoner, ne? Für die Schenkelschere. Aber mindestens. Verdammt, gerade meine Bots beschworen, weg ist der Boss. Weg. Gibt's hier Loot? Weg. Oh ja, oh ja. Es gibt Blut und Blut. Gibt später wieder Metze so. Oh, da liegt gerade ein Gold rum. Was ist hier passiert? Was ist denn da los? Irgendwo noch ein Feind? Ich mach einfach mal Feuer, wird schon passen. Ein Falconet? Kommt das auch aus Österreich? Oh, da ist er tatsächlich noch. Ja, ist bloß ein kleiner. Stop living on peace. Oh, okay, hier liegt aber viel Gold. Da oben steht was Lilanes. Holt das mal runter. Was? Was sollen wir dir runterholen? Das Lilane da oben. Was? Bin ich groß genug? Ich komme nicht dran. Siehst du nicht das ektoplasmatische Skelett da? Das gehört doch da oben hin, oder? Ist mir wurscht, du sollst das ist gar kein Platz. Ach, der ja, Loot übertrifft sich ja auch mal wieder selbst. Oh, was ist denn das für ein cooler Helm? Bald schon wieder ein Level Up. Okay, was heißt bald? Über 40.000. Okay, aber dann läuft schon, ne? Da stimmt. Okay, einmal, also. Ja. Wir müssen den China nochmal. Warum ist schon dreimal gestorben? Viel zu oft. Heute halte ich nicht den Rekord. Ach, das kriegen wir auch noch hin. Hallo Leute, wie geht's denn so? Aber hier unten ist eh warm, da bin ich als Firemage eigentlich ein bisschen fehl am Platze, ne? Ja. Und da hab ich gar nicht Eis oder Watermage sein oder so. Da hab ich vielleicht mit Blitz dann doch mehr Glück, ne? Solche? Ist ja. Das genauso groß wie deine? Was? Dieser Kolben hier. Klaro. Oh, der Alchemist, was? Das kann doch nicht schon der Endkampf sein. Das geht doch nicht. Warum nicht? Also es geht natürlich schon, aber dann schocken wir jetzt blöd da. Da müssten wir ja gleich Shellshock spielen oder so. Ja, dann spielen wir halt Shellshock. Wenn das jetzt wirklich schon... Ich hab keine Ahnung. Außer es ist wie bei Torchlight 1, dann gibt's noch zusätzliche Dungeons oder so, die man machen kann. Hm. Die sind aber nicht besonders. Nein, noch nicht in den Teleporter gehen. Hey, wartet doch mal auf mich. Ja, bisher sind wir hier bloß Teleporter. Oh, das sieht mir nach mehrstufigen Bosskampf aus, ja. Mit den ganzen Teleportern hier. Ja, ich bin anscheinend... einen anderen Teleporter reingegangen? Ist, natürlich, solche ist schon reingerannt. Aber wir sind extra nicht auch reingerannt. Hier ist noch ein Teleporter. Jeder, wir sollten alle in einen anderen gehen, finde ich. Vielleicht ist es auch so eine Multiplayer-Taktik. Ne? Da würde ich jetzt nicht reingehen. Außer das sind, glaube ich, drei Scheuetale. Ich bin extra abgehauen. Gut, dann schicken wir Sheena vor. Der ist bisher noch nicht gestorben. Genau, Sheena, ab mit dir. Sheena muss tanken. Oh. Ja, genau, hol erstmal neue. Genau. Hallo! Oh, ich stehe da. Okay, ja doch, da laufen drei rum, aber die sind ja nicht dann nicht. Kaputt. Blöde Noobs, die sind sogar verrostet. Zip. Ich bin jetzt die ganze Zeit hier unten gestanden. Legionärsringe, Panzer, was? Aber hier Panzer? Ich die Puff nochmal wegschicken. Zwei Ventile drehen müssen und dann. Weil wenn da ein Boss kommt, da verliert er vielleicht viele tolle Gegenstände, da sollte das Begleiter-Inventar vielleicht frei sein. Oh, das könnte sogar mal... Elendiger Optimist. Was? Optimist? Nee, bin ich gar nicht. Doch. Da fühle ich mich nicht drin zu Hause in dem Begriff. Wie gesagt, früh genug Bescheid wegen Shellshock. Ja, vielleicht später Shellshock. Wir haben Bescheid gesagt. Oh. So, wer haust hier? Oh. Ein Zwergenschweißer. Ein Zwergenschweißer, genau. Ach, komm, die Scheiße, das ist das Ganze, das ist keine Heizung, das ist eine Fabrik und die läuft schon die ganze Zeit. 100.000 Jahre oder so. Komm, steh schon auf, du Penner. Er ja, muss halt Ventile betätigen, dann gehen Sachen auf oder so. Jetzt, dann... jetzt stehen sie auf, ja. Aber ja klar. Ah, ja klar. Aua.
Das klingt so nach Sci-Fi. Wäre das dann ein Android, oder? Mir hat einer mal ein gesagt, sie nennt mich nur noch D'Artagnan. Okay, das wusste ich bisher nicht, Konrad. Burn! Oh, hinter mir ist auch noch einer rausgekommen. Tschüss! Ja, gut. Solange er nur hinter dir rauskommt und nicht auch noch vorne, ne, damit sie beide Richtungen getötet. Ihr wisst, wie es gemeint war. Super, Alter. Hey. Bei dir weiß man nie, Ossel. Weil ich immer in Metaphern rede und denke, ich weiß. Beziehungsweise, weil ich Doppeldeutigkeiten mag. Okay, ja, hier sind wir wohl fertig. Okay, dann ist jetzt bestimmt da drüben der Zugang zu dem... Ja. Springen! Okay, muss ich nur noch zurechtschieben. Springen. Das könnte jetzt Bossfight werden, oder? So wie das aussieht. Ein großes, breites Feld. Ja, ich tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber der finstere Alchemist sogar. Vielleicht ist das ein gefakter Bosskampf. Vielleicht kommt ja noch mal einer oder so. Ja, das ist bestimmt. Der Bosskampf, den man nicht bestehen soll. Voll im richtigen Bosskampf. Oder wo er flüchtet oder so. Könnte ja auch sein. Sag mal. Du sollst Hexen, Rondra, jetzt hör doch auf! Wenn einem die Spielfigur nicht gehorcht, so, der finstere Alchemist, ja, vielleicht gibt's wirklich mehrere, ne? Den glücklichen. Okay, ich halte ich jetzt nicht viel davon. Ich meine, der frisst auch, also der tankt jetzt nicht so gut, ne? Ist auch noch keiner gestorben. Lame! Die anderen Viecher waren. Er ist abgehauen, ja. Ja. Ja, das war's doch noch nicht. Bestimmt nicht. Wir haben keinen Drop gekriegt, wir haben nicht viele EP gekriegt. Der kommt nochmal oder es geht noch weiter. Das ist einfach das Raschel. Ja, zum Beispiel. Nee, der finstere Archivist schon wieder. Aber der hat sich geheilt. Der hat einen Laser. Krass. Ich meine, das hat der Todesstern auch und trotzdem haben sie in die Luft gejagt. Ist nur die Frage, ob die auch so einen Konstruktionsfehler haben. Ach, bestimmt. Das war kein Konstruktionsfehler. Ja, denk mal daran, wie groß der Ausbruch, das Ding war, ja. Ja, weiß ja auch nicht. Das ist ja mittlerweile. Das war ein Geniestreich. Ja. Oh, ich sollte hier nicht auf diesen Flammenfeldern stehen. Ja. Der Arm ist gut. Er fühlt sich gegängelt. Ja. Der finstere Alchemist. Ach, jetzt hat er. Ja, stimmt, er kriegt neue Fähigkeiten dazu. Ja, wetten, das geht jetzt noch zweimal so weiter und dann haben wir erst gewonnen. Der Ruhm hat sich erhöht. Der Ruhm. Achso. Warum sagt mir das keiner? Hab ich doch. Das sah so schön aus, wie du da Feuer verteilt hast. Achso, ja, da kommt Feuer aus dem Boden, okay. Da muss man ja mit rechnen eigentlich, ne? Also müssen wir aufpassen, wo wir hier hinlaufen, okay? Au! Sagt es und wird verbrannt. Boah, ich bin auch fast gestorben. Ich bleib einfach hier, werde ich. Ja, nee, was also ist das denn? Laser und Feuer zusammen, das war. Er ist grün. Er hat. Hilfe. Autsch! Da war der Teleporter. Wo ist der Boss? Ach, da, hinter mir. Schön. Nein. Ja, also der Strahl, nein. Der ist heftig, ne? Okay, wir wissen im Kreis rennen nach Möglichkeit. Verdammt, aber wieso bin ich. Aua! Shit, ich hätte meine Vitality noch mal ein bisschen leveln sollen. Oh nein, jetzt muss ich den ganzen ich Weg noch mal. Zum Austeilen hier. Gott, welches Portal. Vor allem der Sack, wie der sich immer wegbeamt, den kriegst du ja gar nicht. Scheiß! Ah. Die Wand an! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da unten ist irgendwie vor Effektfeuerwerk. Alle Portale wieder ablaufen hier. Ja. Wie war das? Der Endboss, den müssen wir dann extra ein bisschen härter machen, ne? Also so. Aber ein bisschen übertrieben, also im Vergleich zu dem, was wir vorher die ganze Zeit da war, ne? Das ist jetzt fast schon ein bisschen arg. Aber im Ausweichen ist es bei dem ja nicht gut getan. Du kannst ja nicht einfach wegrennen und so. Also, der kriegt einen mit dem Strahl scheinbar, überall. Das ist, als hätte man eine riesige Hitbox, ne? Na, du musst ihm ausweichen. Aber er ist schneller, ja, als da, als man laufen kann. Der ist ungefähr 3 Meter breit scheinbar. Da kannst du nicht richtig ausweichen. Doch, das hat funktioniert. Oder, nee, da macht auch so Status-Effekte. Aua. Jetzt komm doch nicht zu mir. Ich bin Status-Effekt, musst dir immer weiter Gesundheit entziehen. Da kannst du auch mit den Heiltränken nicht gut kontern. Das doch, mit den dickeren schon ein bisschen. Aber gleich, so. Jawohl. Das war's. Mission accomplished. Echt? Das war's. Eben warst du noch zu schwer.
Er hat einen, Aber ich brenne noch. Ein geheimnisvoller Helm. Der Helm des grimmen Ritters wurde in Form eines grinsenden Dämonen geschmiedet. Ja, der Körperpanzer ist gut, ich könnte ihn sogar anziehen, aber gibt keinen Attributsbonus. Deswegen, Ach komm, der hätte jetzt wenigstens was Gutes droppen können. Ich glaube, wir sollten hier erstmal raus, oder? Oh, Leute, da hinten ist noch eine Truhe, da ist noch eine Truhe. Eine verzierte Truhe. Ach, da kommt aber auch nur Scheiße raus. Ach komm, der Endboss, der muss doch was Gescheites droppen, das könnt ihr doch nicht machen. Ich hab zwei goldene Gegenstände bekommen. Echt? Ohne neue Hose eine schöne für mich, aber... Ich hab nur Schrott gekriegt. Das Level reicht noch nicht, Stufe 58 brauche ich. Ich bin 51. Ja gut, also meine letzte Brustpanzerung war jetzt auch schon fast 20 Stufen her. Okay, ja, dann kann das mal wieder. Ja. So, ich gehe hier raus. Ach, ich brauche noch 3000 irgendwas EP und dann habe ich ein Level ab. Ach, Menno. Das ist gemein vom Spiel. Da kommt jetzt bestimmt eine Zwischensequenz und ich kann nicht mehr leveln. Wetten? Oh, nach unten? Was? Hä? Weiter nach unten? Noch weiter nach unten. Geht runter. Wir gehen jetzt einfach durch den ganzen Planeten durch. Ich und fallen in den Weltraum, denn es ist... Nein, es ist eine Scheibe. Deswegen. Statt der finsterliche Alchemist habe ich eben Full Metal Alchemist gelesen. Ach, jetzt kommen die Netherviecher noch. Okay. Okay, da wird es dann noch weitergehen. Die netten Viecher? Die Netherviecher. Netherin-Krieger. Seid ihr nett, ne? Was? Netnef? 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 TH, das ist höllisch, ne? Vor allem, wenn es wärmer wird. Da haben wir es wieder. Ah, jetzt doch noch Stufe 52, super. Reicht aber nicht für die tollen Hosen. Oh, servus, hallo, au. Wie geht's euch denn da unten? Hey, aber das Schwert, das sah fast wie ein Runterkamm aus, was das Viech da eben hatte. Also eigentlich ein Flammenberg, oder? Ich hab Spielskameraden. Ja. Es war halt so ein bisschen, es war geriffelt unten, ne, wie so manche von diesen Stegmessern. Da leben ja noch welche. Ja. Waffenständer. Da steckt ein Ständer drin. Außer weniger Kaffee trinken. Warum? Leute, was meint ihr? Eda, was meinst du? Mehr Kaffee oder weniger Kaffee oder die Dosis beibehalten? Intravenös. Koffein hast, da musst du doch ausschleichen, ne? Nicht von hinten anschleichen, ja. Ausschleichen, nicht anschleichen. Ah, die Truhe war ein Mimik, die Truhe war ein Mimik. Was? Und Jollum einfach aus nichts der Nähe. Make my day. Bum, 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 bum. Ja, klar. Mehr Stufe Segmentgürtel sieht eigentlich cool aus, aber ja. Netherim Schwärmer, der ist gleich mal an mir vorbeigeschwärmt. Hat er. Ach, hier ist der Boss. Gut. Was? Das macht dich doch, Boss. Ja, vielleicht müssen wir auch noch die böse Glutsteinessenz, die im Alchemisten drin war, erledigen oder so. Oder keine Ahnung. Trinken wir die dann? Ja. Ich wäre dafür, dass wir die in einen Edelstein gießen und uns in den Kopf hauen. Eine Tasse? Das kann doch nicht zu viel sein. Ach, jetzt auch. Achso, das ist auch keine Sackgasse. Warum ist das keine Sackgasse? Ich habe die Tasse schnell getrunken, ja, aber. Das muss man ja auch. Aua. Ach, der Dampf, ja klar. An Dampf kann man nicht vorbeigehen als Geld. Der Stufe 52. Der schon zig Bosse gelegt hat, ein riesiges Ruhmniveau erlangte, ja, heldenhaft auch das Frühstück und das Müsli gezwungen hat. Ich folge einfach mal den gelben Viertel auf der Karte. Wird schon richtig sein. Gelb ist Jollum. Was? Jollum ist gelb. Jollum ist gleich schon wieder tot. Dann sollte er mal in Deckung gehen. Dann stirbt er nicht so. Also wenn es jetzt noch weitergeht, da kommt doch noch irgendwas oder wie. Ja, sollte man meinen, oder? Dann könnten wir uns doch auch teleportieren, theoretisch, ne? Das kann es ja eigentlich nicht sein. Servus. Aufzug nach unten. Auf zum Atem. Was, du hast schon wieder einen Aufzug nach unten gefunden, oder? Dahinter, ja, ihr seid... Kurz vor rechts abgebogen. Kann mir jemand erklären, was CyberConnect 2 ist? Was ist denn das? Ach, hier.
Auf jeden Fall hat das irgendwie Final Fantasy in der Entwicklung beeinträchtigt. Da unten ist doch dunkel, ich muss da unten hingehen. Ihr könnt ja weitergehen, aber ich muss da unten hingehen, weil dann. Wir warten auf dich. Ja, ja. Ich erstmal hier noch ein bisschen in den Chat gucken. Aua. Okay, flach gelegt? Runter liegt. Oh, da ist ein großer Haufen Gold! Dankeschön. Ich würde sagen, es ist ein Boss, den ich hier gefunden habe, nicht Gold. Was? Bei mir war Gold hinter zwei netheren Kriegern. So, mal gucken, was kommt hier noch. Tentakel! Wunderbar. Oh, ein super Heiltrank und Gold. Okay. Servus, noch mehr Tentakel. Aber die hocken so blöd, dass ich nicht drankomme. Aber die können mich von oben tentakulieren. Sag mal, ich bin kein japanisches Schulmädchen. Hör auf mit der Scheiße. Moderne Tentakel nehmen auch Männer. Ach, schön zu wissen. Ja, das Geschlecht wird heutzutage nicht mehr diskriminiert. Ja, schön. Ich bin ein japanischer Schuljunge. Wir haben du kannst auch ein Mensch im Büro sein. Das ist. Also weder Beruf noch Herkunft wird irgendwie. Und die haben bei der Programmierung so gut geholfen, dass du von vorne anfangen bist. Ja, gut, wenn Qualität eingekauft wird. Ich bin Fire Mage, mir sollten die Flammen aus dem Boden keinen Schaden machen. Aufzug nach unten. Du kannst bloß Feuer zaubern, wer sagt denn, dass du feuerresistent bist? Hä? Wo seid ihr da hingekommen? Bei mir steht ihr noch in der Ebene oben. Was? Ist da irgendwo ein Teleporter? Hä? Was denn? Wir sind einfach hier weitergegangen. Um rüberzukommen. Immer weiter. Ah, ich glaube, ich weiß wo, ja. Das sieht aus, als wäre da noch ein bisschen dunkel als. Ja, genau, wenn es da weitergeht. Es ist leichter von vorne anzufangen, als sich wieder auszumerzen. Ach, so viel Loot. Das ist eine komische Logik. Also, ich denke, weil Debuggen und so weiter muss man ja eh immer. Aber vielleicht haben sie so einen elementaren Fehler gemacht, dass sie gesagt haben: komm, kick mal das Kick mit dem Bade aus. Wow, ich habe schon wieder diesen Killer-Effekt. Brennen ist das. Hi, solcher Bella, jetzt habe ich dich mit dem Feind verwechselt. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch, ja. Gastrafetisfähig. Was? Was? Ich hoffe, das ist ein Übersetzungsfehler, weil sonst weiß ich nicht, was das sein soll. Ja, ist das, was Ozzo gefunden hat. Wow. Achso. Wonach er denn zum Aufzug gelaufen ist. Das lohnt sich. Ja. Aber da unten, also der Eingangsbereich war scheinbar frei. Da kann man gefahrlos mit dem Aufzug runterfahren. Dann ist es ja ein Abzug, ne? Oder ein Runterzug. Wie nennen die das nochmal? Diese alten Fahrstühle, die keine Tür haben und so weiter. Paternostra. Kartäuser, genau. Kartäuser. Wieso weiß Schena sowas immer? Weil er immer konsolidieren will wahrscheinlich. Nein, weil an meinem alten Arbeitsplatz, bevor wir umgezogen sind, gab's welche. Mhm. Okay. Halala, wartet ihr auf was? Achso, ihr seid schon gefolgt. Schade, jetzt wollte ich ein bisschen trollen. Oh, jetzt einfach vorbei. Das ist bei mir ganz schön. Ich glaube, jetzt habe ich die Frame-Einbrüche. So, Lex hatte ich auch so ein, zwei gehabt zwischendurch. Das Spiel läuft wirklich, wenn Action ist selten schneller als 30 FPS. Auch jetzt, wo ich hier allein stehe, ist es. Vielleicht ist das so schlecht angepasst. Das ist einfach immer alles rendert, egal ob man es sieht oder nicht, und das frisst dann Leistung. Könnte ich mir so erklären, ne? Oh nein! Was los? Rondra wurde getötet vom Schlitzer. Rondra, Nesserim Schlitzer. Und ich auch gleich. Ja, das waren zwei von diesen Geschützen und die haben mich beide halt über Kreuz aufs Korn genommen. Oh, und das war knapp. Das war knapp, Harry. Also was für ein knapp. Wieso liegt hier so viel Gold? Das ist ja, wie war das? Wenn wir Torchlight 2 fertig haben, gibt's alle zwei Wochen wieder Empyreon, ne? Ich glaube, Alpha 8 ging jetzt in die experimentelle Version. War Alpha 8 nicht schon draußen? Oder ist er schon draußen? Ich bin mir nicht sicher. Aber Alpha 8 würde ich gern zocken. Aber muss ja auch nicht im Stream sein. Die haben sich ja wieder gut angehört. Ja, aber. Es hilft dir nicht, wenn du die ganze Zeit Neuerungen reintust, wenn du die Fehler nicht ausmerzt, dann kommen ja immer mehr dazu. Weiß ich nicht, das haben bestimmt halt, auch Bugs das, bei das Prinzip nennt man Early Access solche. Ja. Nicht unbedingt. Weil auch im Early Access können sie Bugs raushauen.
nicht einfach bloß nachschieben und nachschieben. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch Bugfixing betreiben. Aber wenn was Neues, ja, natürlich, dazu kommt, kannst du auch Bugs nicht vermeiden. Auch mit alten Mechaniken, die dann noch drin sind. Genau, das nicht, aber selbst alte Bugs sind ja drin. Zum Beispiel? Das Festglitschen in Blöcken. Ja, weiß ich nicht. Ich habe die Alpha 7 noch nicht groß gespielt. Ich habe seitdem nicht mehr angefasst. Ja, dann hier, weißt du es ja auch vielleicht nicht. Vielleicht ist es ja weg. Ah, nein, du Vielleicht bin ich der Prinz von Bel-Air, aber ich bin nicht schwarz, aber es kann trotzdem sein. Bist du denn fresh? Weil nur dann kannst du der Prinz sein. Weiß ich nicht, geh mal hier unten weiter, weil da hinten, da ist ja auch noch dunkel. Man weiß wieder nicht, wie sich das Level fortpflanzt, ne? Tarak-Arak. Tarak-Arak! Das klingt wie so ein orkischer Kriegsgott, ne? Da gab's noch Rack, Tairach und wie sind sie noch? Gorg und Mord? Da noch einen. Gorg und Sola, genau. Gorg und Mock, die zwei grünen Füße. Gorg und Mock. Na, Gorg und Mord. Du hast doch auch zuletzt Blip und Blob von Men in Black erwähnt, oder wie sie heißt. Blip und Blob. Wärst du lieber Blip oder wärst du lieber Bob? Der hat die schöneren Augen. Das schönere Augen. Ah, dann ist das vielleicht das Weibchen. Es rullert sich dann extra mit Mascara, ne, damit die Wimpern länger wirken. Da putzt du dir was drauf. Das ist wie die Bio-Repair für die Augen. So, wie sie da wollen sie das Zuschauer, ich hab geistig abgeschaltet. Ja, richtig. Und ich glaube, ich werde jetzt auch gleich einfach die Folge abschalten. Ja, ich bin tot. Okay, pünktlich zu Jolums Ableben schalten wir die Folge ab. Das kann er jetzt rausschneiden und sagen, das wäre nie passiert. Ne? Ach, wir können in der neuen Folge dran erinnern.